Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Blätter-Folge. Und heute haben wir mal keinen Spieleberater dran oder keine Club Nintendo Ausgabe, sondern eine Nintendo Total Ausgabe vom November 95. Ja, ich habe die gespendet bekommen. An dieser Stelle vielen Dank nochmal. Und ich kann mit dieser Zeitschrift gar nichts anfangen. Also früher habe ich mir Zeitschriften gekauft, die waren eher so PC-Magazine. Sowas hier, das habe ich keine Ahnung, habe ich noch nie reingesehen. Wir gucken gleich mal zusammen rein. Aber kurz vorweg und keine Angst, ich weiß, ich habe es schon hier und da erwähnt. Ich werde es jetzt auch nicht in jedem Video jetzt immer und immer wieder sagen. Ihr könnt meine Gameboy-Gurken bestellen. Und zwar habe ich jetzt Meldung bekommen, dass der eine oder andere das noch nicht mitbekommen hat, dass das jetzt bestellbar ist. Mein kleines Büchlein für 7 Euro inklusive Versand habe ich euch nochmal unten in den Kommentarfeld entsprechende Bestellmöglichkeiten angegeben. Wie gesagt, ich wurde hier und da mal angesprochen, die das irgendwie nicht mitbekommen haben. Hey, wo kann ich das jetzt machen? Deswegen könnt ihr es da machen. Das Buch sieht nämlich auch so aus hier. Pro Seite ist immer ein Spiel mit einem kleinen Text dazu und natürlich habe ich jedes dieser schlechten Spiele mit einer Gurkenwertung versehen. Das geht bis zu 5 Gurken, ich wollte gerade von Sterne sagen, 5 Gurken, eine Gurke ist so, geht so, 5 Gurken ist komplett schlimm, ist natürlich alles etwas humorig geschrieben, sage ich mal, nicht gerade sachlich, aber es geht halt natürlich um schlechte Gameboy-Spiele und viele habe ich dann natürlich schon in meiner Quälzig-Serie schon behandelt, deswegen spreche ich da aus leidlicher Erfahrung. Aber wenn ihr ein kleines Nachschlagewerk an scheiß Gameboy-Spielen haben wollt, dann lege ich euch das am Herzen. Es sind insgesamt 49 Spiele mit einem kleinen Vorwort und was ich immer ganz cool finde, ihr kennt wahrscheinlich noch so zum Schluss von immer Spieleanleitungen, das Feld für Notizen, was glaube ich gefühlt keiner benutzt hat, aber das wollte ich mir nicht lassen, das auch noch zu machen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, ist ein kleines Büchlein, ein paar schöne, schlechte Gameboy-Spiele sind besprochen. Weitere Infos findet ihr dann unten, wenn ihr das auch haben wollt. Ich denke mal 7 Euro inklusive Versand ist ein fairer Preis, es ist quasi ein bisschen selbstkostenmäßig, aber versprochen, ich werde es jetzt nicht in jedem Video erstmal Werbung für mein eigenes Buch machen und deswegen kommt das jetzt auch schon weg und wir beginnen mit Nintendo Total 100%. Mal gucken, alle Spielehits, ECTS Messebericht aus London, Kaiserlich International Superstars Soccer Deluxe, Fußball in Perfektion wird hier versprochen, Freunde. Yoshi's Island Komplettlösung, ja gut, zu Komplettlösungen, das werden wir hier mal ein bisschen überspringen. Aber auch Tests und Infos, Chrono Trigger. Das ist natürlich vielleicht ganz praktisch, dass hier anscheinend auch Spiele, die jetzt nicht mehr aus Europa erschienen sind, trotzdem getestet wurden. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Earthworm Jim 2, auch ein wunderbares Spiel. Habe ich jetzt leider noch nie so in der Tiefe gespielt, ehrlich gesagt. Und wir sehen uns, es wird uns hier natürlich etwas mehr Werbung begegnen, logischerweise, als bei Club Nintendo. Aber wie gesagt, das war natürlich zu erwarten. Theme Park, Vorsicht anstecken. Das wurde echt von Konami veröffentlicht, gepublished. Komisch, ich habe ja auch schon einen Test gemacht, weil ich das Theme Park auf dem PC geliebt habe, ohne Ende und hoch und runter gezockt habe. Aber dass das jetzt von Konami, also die Super Nintendo Version ist gar nicht mal so komplett verkehrt, auf dem PC natürlich tausendmal besser. Aber hey, naja, gucken wir mal. Ja, typische Design von einer Spielezeitschrift aus der Zeit, ehrlich gesagt, würde ich mal sagen. Könnte auch ein PC-Magazin sein. Also ich sehe da jetzt persönlich jetzt keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Naja, warum auch nicht, würde ich sagen. Ne? Ich werde jetzt gar nicht hier so genau hier mal in den Inhalt reingehen. Ich lasse mich einfach mal überraschen, würde ich sagen. Wir haben hier total neu Secret of Mana 2, das Ultra 64. Das heißt, das, so hieß ja das Nintendo 64 quasi am Anfang. Spawn, okay, von dem Titel habe ich noch nie was gehört. Ende September erschien in Japan das Spiel, auf das alle gewartet haben. Seiken Tensetsu 3, dritter Teil von, na was? Na, blablabla, blablabla. Ich frage mich, ob sie hier geschrieben haben,
Okay, also hier schreiben sie auch, wir wissen es nicht. Ne? Wer sich also auf den deutschen Release nicht verlassen will, dem bleibt nur der Ausweg, schnellstmöglich Japanisch zu lernen. Es lohnt sich in der Tat. Auf jeden Fall ist es ein super Spiel. Gibt es jetzt in dieser Seiken Tensetsu-Serie für die Switch zum Beispiel. Ich weiß, ich habe den Namen hundertprozentig komplett falsch ausgesprochen. Gibt es eigentlich auf Deutsch übersetzt, aber gibt es natürlich auch Fanpatches und so weiter. Ne? Danach haben wir hier Super Mario RPG. Also die behandeln hier echt viele Spiele, die hier nie erschienen sind. Das ist ja auch leider nur in Amerika erschienen. Hier nie rüber, das sind echt uns viele, 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 viele Spiele, schöne Spiele damals in Gang, komischerweise. Ich glaube, da habe ich echt was verpasst. Da hatte ich echt nur so Scheuklappen auf, dass ich solche Magazine nicht gelesen habe. Ich hätte niemals einen Club Nintendo oder an meinen Möglichkeiten damals irgendwie mitbekommen, dass das Spiel rausgekommen ist. Weil es hätte mich definitiv entsprechend interessiert. Interessant. Aber hier, solche, das kenne ich auch aus den alten PC-Zeitschriften aus der Zeit, solche Anzeigen, die waren üblich. Ganz schlichte Listen mit Verkaufspreisen. Herrlich. Vollkommen nüchtern und kacke. Oh, Virtual Boy und ein Spiel kostet 449 Mark. Coole Sache. Ich gehe da jetzt mal nicht im Detail drauf ein, um Gottes Willen. Leserbriefe überspringe ich mal. Super Karten hier. Mit schöner früher, ich halte es mal ein bisschen in die Kamera. Also man muss sagen, dieser vorgerenderte Stil von damals, Mitte der 90er, der ist nicht gut gealtert. Ne? Killer Instinct, klar, ist natürlich ein bekannter Titel damals gewesen. Ach, gibt es hier so Sammelkarten quasi hier, so mit kurzen Angaben, so Yoshi's Island zum Beispiel. Eine 1 Plus gibt es das, ist auch ein Tip-Top-Spiel, wenn es erschienen ist, Batterie-Continue und so weiter, Speicher. Interessant, die besten Jump'n'Runs. Achso, das ist quasi eine Art Trading-Card-Spiel oder... Krass. Und hier natürlich, okay, gut, hier mit den Kämpfern natürlich bei Killer Instinct, die ganzen Special Moves ist natürlich nicht verkehrt. Aber es ist interessant, dass sie hier so eine Art Trading Card Game, so von wegen, ich habe das bessere Spiel hier. Sehr interessant. Auch hier, ne, sehr nüchtern wieder der Versand, aber immerhin haben die hier Bilder. Mehr als nur Naschen. Castlevania, Vampire's Kiss für Super Nintendo. Schöne Werbung, wobei das natürlich hier etwas sehr stark gedingst ist. Interessant. Spiele habe ich noch nie gespielt. Ist bestimmt gut. Wenn sie hier Werbung machen, wird es auch bei uns erschienen sein, nehme ich mal fast an. Ne? Hier, virtueller Junge. Geil, Virtual Boy, virtueller Junge. Kann man den Virtual Boy sozusagen als großen Bruder des Game Boy bezeichnen? Du kannst den Game Boy auch als Onkel des Virtual Boys bezeichnen. Da wollen wir dir nichts vorschreiben. Der Virtual Boy war ursprünglich einmal als portabler Nachfolger des Game Boy geplant. Insofern hast du natürlich recht. Interessant. Also da hat man sich wirklich für den Virtual Boy interessiert und wusste noch nicht, wie, ich sag mal, suboptimal ist, ne? Earthworm Jim 2. Ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten leider nicht. Ich weiß. Bevor ihr mich haut, ich hol's irgendwann nach. Versprochen. War natürlich damals eine Riesensache irgendwie, Earthworm Jim. War wunderbar irgendwie. Ich finde den Stil auch sehr schön, dieser comichafte Stil, dass man einfach einen Regenwurm nimmt, den in so einen Superanzug steckt und schon hat man hier einen Superhelden. Tierisch geil, muss ich sagen. Herrlich. Das zweite Teil, ob der jetzt besser ist oder nicht, kann ich persönlich gar nicht sagen. Ach, das ist nur ein Preview, deswegen haben wir jetzt ja keine Wertung. Aber finde ich auch sehr interessant. Baut natürlich, so wie es aussieht, natürlich auch für den ersten Teil auf, was ja nicht verkehrt ist, würde ich sagen. Ne? Secret of Evermore, auch als Preview, ja, ich weiß, ich habe es ja letztens auch in der Club Nintendo Besprechung gesagt, das ist so schmerzlich ein kleiner grauer Fleck auf meiner Wissenskarte. Ist natürlich super, der Joe vom Videospielplatz an dieser Stelle, viele Grüße an dich, hat ja vor ein paar Wochen mal einen Stream gemacht, wo er das nachgeholt hat. Auch sehr zu empfehlen, besucht den guten Menschen auf jeden Fall. Ich habe auch mal kurz reingespielt, mal so eine Stunde oder sowas, was ja bei so einem Rollenspiel ja nicht viel ist. Fand ich gar nicht so schlecht, ne? Auch dass ihr so einen Hund als Begleiter habt und so weiter, ist schon nicht verkehrt. So, The Secret of Squaresoft.
Oh, hier ist aber Textwüste. Ja klar, hier aus Squaresoft sieht man Mystic Quest Secret of Mana, Mystic Quest Legend, Super Nintendo. Wobei es ja hier nur Mystic Quest heißt. Ne? Das haben sie, oder habe ich das jetzt gerade irgendwie falsch verstoffwechselt? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das ist nicht gut. Aber es ist cool, dass sie hier mal so drauf gegangen sind. Damals hatte ja Squaresoft ja schon einen super Ruf. Ne? Final Fantasy Serie, klar, die kam ja in Super Nintendo Version ja hier leider nicht rüber. Aber natürlich eine große, bekannte Serie, mit der man definitiv nichts falsch gemacht hat. Und finde ich cool, dass sie hier wirklich so ein Interview haben. Ne? Auch da gehe ich jetzt nicht mal näher drauf ein. Aber hier Super Bomberman 3 für Super Nintendo. Fazit 3-. Okay. Bomberman 2 für den Game Boy. Nur 3-. Komisch. Also ich habe ja Dyna Blaster, was ja quasi Bomberman 1 irgendwie ist, hoch und runter gesuchtet. Fand ich super, super geil. Was es natürlich jetzt der Nachfolger macht. Das, der sich falsch macht, meine 3-, ein Bomberman, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen, würde ich mal sagen. Aber irgendwie scheint es da nicht so geil zu sein. Okay, da vergleiche ich es halt hier mit Wario Blast, was natürlich besser ist, klar. Der Vorteil von solchen Magazinen ist natürlich, dass es hier wirklich fair getestet und besprochen wird und nicht einfach so Club Nintendo-mäßig so als quasi Werbeveranstaltung zählt. Super Bomberman 3 für Super Nintendo hat anscheinend aber eine wesentlich wohlwollendere Bewertung mit einer 2+ bekommen. Wobei das Sound irgendwie nicht so geil ist, aber so auf den ersten Blick halt sieht wie ein solides Bomberman aus. Ne? Also auch das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ist auch geil. Machen sie hier unabhängiges Gütesiegel, ne? Die spielen so damit, so nach dem Motto, hey, wir sind gerade nicht Club Nintendo, Leute. Wir sind wirklich neutral. Finde ich super. Dann haben wir hier International Superstar Soccer Deluxe. Gott, da gewinnt ihr am jeden Scrabble. gewinnt ihr da. Eine 1, okay. Wie immer, Sportspiele bin ich nicht so geil. Konami. Ist das denn hier der Vorgänger zu, na, wie heißt es schnell, der Konkurrent zu FIFA? Ne? Mir fällt es gerade nicht ein. Wie gesagt, Sportspiele sind definitiv überhaupt nicht meine Welt. Deswegen, es gibt FIFA und es gibt ja die andere Serie. Und das ist so ein bisschen Glaubenskrieg. Zumindest kriege ich das immer so mit, wenn ich so über den Zaun lunse, was da so abgeht. Entweder ist man FIFA-Fan oder von dem anderen Spiel, dessen Titel mir überhaupt gerade nicht einfällt. Ich weiß auch gar nicht wieso, aber es könnte eventuell ein Vorgänger sein, oder? Ist das nicht auch von Konami oder habe ich das gerade irgendwie vollkommen wieder falsch im Kopf? Positiv, höchst realistisch, tolle Spielbarkeit, super Grafik und Sound, Mehrspielermodus. Negativ, keine Batterie, Torhüter oft fast schon zu gut, keine Originalspielernamen. Ja, okay, das ist ja heutzutage auch so, ne? FIFA hat ja die Lizenzen, Konami dann nur hier und da. Mich ärgert jetzt gerade voll, dass ich den Spielenamen vergessen habe, aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein Genre. 1 bis 8 Spieler, okay, mit diesem Super-Tab oder wie wird das denn gelöst? Ha! Messe-News, gucken wir mal, was wir hier alles haben. Boah, ist aber echt kleine Schriften, ne? Da haben sie versucht, echt viel auf einen möglichst kleinen Raum zu quetschen irgendwie. Was haben wir hier? Super Mario RPG, erschien ja hier nie. Super Battle Tank Game Boy, das sieht schon sehr, sehr öde aus. Ich glaube, das habe ich auch schon mal angespielt in so einem Game Boy Jahresüberblick. Pinocchio ist ziemlich geil. Waterworld habe ich auch nicht gespielt. Fußball ist halt Fußball, NBA interessiert mich nicht. Oscar Super Nintendo, pff, sagt mir auch nichts. Power Picks, ist das hier alles erschienen oder ist das so Messe-Dinger, die hier irgendwie nicht rausgekommen sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also aufgrund des Unterhaltungswertes gehe ich jetzt mal auf diese super Listen hier nicht so unbedingt ein. Worms habe ich damals geliebt. Da habe ich auch eine kleine Anekdote. Das habe ich auf dem PC gespielt. Und ihr kennt ja bestimmt alle diese Ausleihläden, ne? wo man sich für einen Tag mal ein Spiel ausgeliehen hat und nach Benutzen natürlich auf jeden Fall von der Festplatte gelöscht hat. Ne? Wie wir natürlich alle gemacht haben. Und das Spiel gefiel mir aber so, ich wollte das haben. Und dann bin ich halt zur Laden gegangen, hier, ich will das haben. Ja, ausleihen. Nee, kaufen. Guckt er mich ganz verwirrt an. Also willst du das hier kaufen, nicht ausleihen? Ja. Bist du ja sicher?
Ja, ich finde das geil, ich will es haben. Für den war das so normales Geschäft, dass sie das nur ausleihen will. Dass das so verwundert war, dass ich es gekauft habe. Sehr seltsam, aber sehr, sehr geil. Erscheinungsdaten aller Spiele, cool. Wie gesagt, da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Action Replay, jawohl, da war diese Cheater-Dinge. Gab es natürlich auch schon für die PlayStation und auch hier ist das Super Nintendo. Hier, das ist so geile Werbung. Also es ist wirklich so Verkaufswerbung so von irgendwelchen Shops oder irgendwie sowas. Das war so kleinteilig in diesem Magazin, weil die irgendwie so versucht haben, so viel Information wie möglich da rein zu bringen. Herrlich. Asteroids und Missile Command. Das habe ich auch schon mal gespielt. 2-. Ist eine sehr solide Umsetzung dieser Spielhallen-Klassiker. Aber wie ich hier und da ja schon mal erwähnt habe, ich persönlich bin ja halt überhaupt kein Fan von diesen Arcade-Klassikern. Deswegen ist das für mich nichts. Aber Asteroids ist natürlich bekannt und Missile Command auch. Missile Command ist vielleicht etwas unbekannter als Asteroids, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Da müsst ihr halt immer so Raketen abschießen, um Sachen abzufangen und so weiter. Und die Asteroids, das ist mit euren 3x-Raumschiff, müsst ihr Asteroiden kaputt schießen, die dann sich immer weiter verteilen und so weiter. Mega Man X2, ja, diese Mega Man X-Serie, die ist natürlich arg gehypt. Und mittlerweile sehr, sehr teuer. Schon allein der erste Teil, der kostet ja richtig Asche, wenn ihr den physisch in eurer Sammlung haben wollt. X2, das wird dann immer teurer. Aber warum hat das nur eine 3+? Ich dachte, die Serie allgemein hat doch eigentlich einen ganz guten Ruf, oder nicht? Positiv, Mega Man in bewährten Welten, teilweise neue Feinde, solide inszeniert. Hey, die haben mein Trademark-Award hier benutzt. Negativ, wo ist das Special Ship geblieben? 0 neue Ideen und heftige Ruckeleien, okay? Das klingt natürlich nicht gut, wenn die Performance nicht stimmt. Das darf natürlich nicht sein. Mega Man 4 für den Game Boy. Auch hier Mega Man Serie, ich bin da jetzt nicht so übermäßig tief drin. Kommt aber wesentlich besser weg, eine 2-, okay. Sound nicht gerade schlecht, auf Dauer aber etwas nervig. Mega Man Spiel mit einem schlechten Sound. Ich weiß nicht, ob sie da nicht zu überkritisch waren, aber ich hätte Freaks Shop. Wie kleinteilig, da muss man echt ja fast mit einer Lupe sich die Sachen zusammen. Und hier, boah, Cybersoft-Versand, oh, Augenkrebs. Formen for Real. Und ohne Witz, ich wollte es eigentlich hier nicht drauf lunsen, aber da sieht man schon eine Screenshots. Ich halte es mal hier in die Kamera, ey. Ohne Witz, da sieht man doch sofort, sowohl Game Boy als auch Super Nintendo. Das wird nichts, Freunde. Das wird nichts. Das sieht wirklich nicht gut aus. Reading Bow Boxing. Da sieht man auch 5+ und 4-. Foreman for Real. Ach, George Foreman K.O. Boxing war es. Das habe ich auch mal eine Quizzi-Folge. Oder ist das jetzt nochmal ein anderes Spiel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da muss ich mal gucken. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein Kandidat für eine Quizzi-Folge, glaube ich. Ne? Wir haben natürlich viele versucht, hier diese Punch-Out-Serie zu nehmen und irgendwie drauf aufzubauen. Aber die wenigsten sind damit geglückt, sage ich mal. Reading Bow Boxing sagt mir auch nichts. Kriegt aber immer eine 3-. Also ist nicht komplett beschissen. Aber sieht total langweilig aus. Demolition Man für das Super Nintendo. Negativ. Der schlecht zu erkennende Held ruckelt kein Passwortsystem. Okay. Klingt auch wirklich nicht geil. Okay, ist eine 3, ist jetzt nicht verkehrt. Positiv. Absolut gelungener Soundeffekte, Feed Action und Abwechslung. Boah. Ich glaube, so ein Spiel aus der mittleren Reihe, was jetzt nicht komplett scheiße ist, aber man jetzt auch nicht unbedingt spielen muss. Hey, das Kultspiel für den Game Boy, Street Fighter 2, ich fand es ja nicht schlecht. Aber es gibt natürlich Leute, die irgendwie schimpfen drauf. Klar, ist natürlich kein Vergleich jetzt zum Super Nintendo oder gar der Arcade-Version. Aber für den Game Boy-Version finde ich es gar nicht so komplett grottig, muss ich sagen. Dann haben wir hier die Charts. Super Nintendo ist Circuit of Mana, Super Mario Kart, Super Street Fighter 2, Donkey Kong Country, okay, Soccer, ne? Super Metroid, Earthworm Jim, Zelda 3, NBA, okay, Illusion of Time, kann ich fast so unterschreiben, bis auf die Sportspiele. Wie gesagt, ich bin kein Sportspiele-Fan. Haben wir Super Turrican 2, Rock'n'Roll Racing, Theme Park, okay, das will ich jetzt nicht so hoch ansetzen, Super Bomberman 2 und Judge Dredd. Jo. Also ist nicht alles hier, besonders die hinteren Plätze. Vor allem, weil ich jetzt Judge Dredd zum Beispiel noch nicht gespielt habe. Aber boah, kann man machen. So, wir haben hier eine Yoshi's Island Komplettlösung.
Mal gucken, wie sie die gemacht haben. Die werde ich jetzt mal so ganz grob nur machen. Aber damals war natürlich kein Spielemagazin ohne eine Komplettlösung. Außerhalb des Zeiten des Internets hatte man halt nur Magazine. Deswegen war das auch immer sehr, sehr wichtiger Bestandteil eines jeden Magazins natürlich. Aber das werde ich jetzt nur überspringen. Aber haben sie sehr schön detailliert erklärt, würde ich sagen. Und auch hier die Schwierigkeiten. Warum man natürlich jetzt beim Jump'n'Run-Spiel, auch wenn es natürlich jetzt ein sehr populäres ist, eine Komplettlösung braucht. Das sei mal dahingestellt, sage ich mal. Ne? Dann haben wir hier die Top für den Game Boy. Zelda 4, Wario Land, Mystic Quest, Donkey Kong Land, Super Mario Land 2, Wario Blast, Metroid 2, Donkey Kong, Q-Spot und Tetris. Ja. Q-Spot wundert mich ehrlich gesagt, aber ich nehme an, weil es jetzt einfach neu ist. Und es ist eine gute Umsetzung von Q-Spot. Kann man nicht anders sagen. Ansonsten kann ich das fast so unterschreiben. Ich würde natürlich persönlich Super Mario Land 2 mit Wario Land tauschen, aber das ist jetzt persönlicher Geschmack. NES, Zelda 1, Super Mario Bros. 3, Metroid, ja, kann man nichts machen. Demon Quest, schon erwähnt hier, auch ein super Spiel. Was haben wir hier noch? Auch hier so verschiedene Meinungsspiegel, ist natürlich auch nicht so verkehrt, wenn man jetzt weiß, okay, der Redakteur XY ist eher so der Adventure-Fan und der mag das und das Spiel, dann weiß ich, okay, das ist wahrscheinlich, dass das auch für mich gut ist. Klar, dann haben wir hier Beavis und Butthead. Ich glaube, das Spiel ist so, ja, ne, 3 minus. Das hat, aber den Grafikstil fängt es, finde ich, sehr gut ein. Also Beavis und Butthead, auch die Zeichentrickserie, war nie so meins, ehrlich gesagt. Aber ne, hey, grafisch haben sie es einigermaßen kompetent umsetzen können. Heperekes Popopitoto. Ja, gut. Tetris 2 hatte ich jetzt, glaube ich, auch in der letzten Folge. Ne? Bei meinem Club Nintendo war auch Tetris 2. Hat jetzt mit Tetris an sich nur was im Namen zu tun. Haben sie natürlich, wollen sie den Namen ein bisschen melken, ist klar. Würde ich auch machen. Chrono Trigger hat natürlich heute einen legendären Ruf. Ist hier leider nie erschienen, aber eine 1-. Wunderbar, so positiv. Komplexe Story, volle Überraschung, geniale Grafik, vielseitige Helden. Negativ, Handlung ist manchmal etwas zu verwirrend, Kämpfe zu vorhersehbar. Okay, wieder zu verwirrend. Auch da habe ich es bisher nur angespielt. Ich habe mir mal es gibt eine Version für den DS. Die habe ich mir extra aus England schicken lassen, weil sie auch hier, glaube ich, nicht offiziell erschienen ist. Da habe ich mal reingespielt. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil es natürlich so ein bisschen zeitreisemäßig ist. Aber es war für damals natürlich ungewöhnlich. Ne? Tipps für ihre Nintendo für wahre Nintendo-Profis. Mein Gott, Panda. Lesen. Der Undertaker natürlich, macht euch bereit, denn diese Tipps sind noch härter, als ich es bin. Oh Leute, das ist ja zum Fremdschämen. Überspringe ich auch mal, ne? Mario Graphie Teil 1. Achso, cool, da haben sie auch richtig hier so Geschichtliches aus. Ne? In der heutigen Zeit ist das ja alles mit 2 Klicks im Internet zu lesen. Aber hier nochmal hier von wegen, hey, er traut es zuerst da auf bei Donkey Kong, ne? Donkey Kong Jr., hat er seine eigenen Spiele bekommen und so weiter. Finde ich cool, so ein Report, dass sie solche Reports dabei haben. Dann haben wir hier Tipps und Tricks Shorties. Auch wie gesagt, die werde ich einigermaßen überspringen. Das hat bestimmt viel Aufwand gekostet. Da sieht man ja überall auch diese einzelnen Sachen. Das heißt, die haben das Screenshot für Screenshot genommen und zusammengesetzt. Da habe ich mal auch interessante Podcast-Folgen drüber gehört. Das war echt schwer, sowas alles zusammenzusetzen. Das hat wirklich ewig gekostet, hier auch solche großen Bildschirme zu machen, weil es gab ja keine richtigen guten Geräte, um jetzt irgendwelche Screens zu capturen oder geschweige denn irgendwie sowas. Entwickler haben sowas ja auch nicht geliefert. Ne? Ist schon krass. Aber sieht man mal auch mal, wie groß diese Tipps und Tricks Sachen waren. Ne? Das war eine Riesensache. Okay, wenn wir hier abonniert haben. Achso, ich dachte, das sind Shops. Ich dachte, das wäre hier so, man hatte normalerweise so, wenn du dieses Magazin abonnierst, dann bekommst du auch das und das dazu. Ich dachte, bekommen wir hier diesen tollen 3D-Zone, der auch scheiße sein soll. Ne? Wer schon mal den Angry Video Game Nerd gesehen hat, weiß, dass die Dinge hier scheiße sind. Aber damals natürlich sehr vielversprechend, ne? Oh, cool, Donkey Kong Figuren. Sehr geil. Preissenkung. 45 cm Donkey Kong für 95 Mark. Alter, teuer. Geile Kalender. Ich guck
guckt euch mal die geilen Kalender an. Ich halte hier mal die Kamera. Ne? WWF, Bon Jovi, Pocahontas, Beverly Hills, 90210, Harley Davidson, Bayern München, Guns N' Roses, die Prinzenkalender, Caught in the Act, Beavis and Butthead, Baywatch, The Kelly Family. Da sind wir in den 90ern, Freunde. Wunderbar. Alles keine Kalender für mich. Kleinbörse, Verkauf und Tausche etc. Und das war's schon. Super Magazin. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal für diese super Spende. Wunderbar. Ich habe noch ein anderes Magazin. Das werde ich auch demnächst mal verwursten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal in so ein anderes Magazin reinzuschauen. Macht auf jeden Fall einen sehr schönen Eindruck. Aber auch sehr geil, dass sie hier Dick Virtual Boy draufstehen haben. Aber nirgendwo Virtual Boy bis auf eine Randerwähnung getestet haben. Aber vielleicht in einem anderen Magazin mal schauen. Es war mir ein Fest. Und Leute, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und wenn ihr an dem Gameboy-Gurkenbuch interessiert seid, wie gesagt, unten steht wie und warum und weshalb. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.